Hallo und herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking. Heute wieder in Rocket League. Natürlich wieder in den 3 gegen 3 Ligen und wir spielen gerade in der Party Liga. Also nicht in 3 gegen 3 Solo, sondern einfach nur 3 gegen 3 Standards. Mal sehen, wie das läuft. Und diesmal mit dem anderen Auto. Und da haben wir schon fast Quatsch gebaut beim Zusammenfahren. Da haben sie auf jeden Fall Quatsch gebaut. Ach Gott. Panikmache hier. Ich dachte, ich wäre da eher dran. Alle in der Ecke hier. Das ist, ach, ja, Jungs. Ach ja, komm. Könnt ihr jetzt mal aufhören mit dem Panik? Wie sind wir aufgeschreckt? Hühnchen fahren wir hier gerade umher. Bisschen Respekt, wenn da einer steht, wir das schon machen. Ja. Und AFK. Grit. Ja, schade. Okay, der habe ich mich drunter gestellt, das ist dumm. Drunter stellen generell nicht gut, aber der fährt halt einfach gar nicht. Vor allem der schreibt dann nur noch OMG. Das ist ja ein richtig sinnvoller Beitrag zu dem Ganzen. Der einzige, den hätten kriegen können. Und der schreibt OMG. Danke. Ernsthaft. Mann. Nein, ich gebe das nicht auf. Nur weil der Trottel zu doof ist zum Spielen. Nö. Ja. Was ist denn das hier? Dieses Rumgekrübbel. Da kann ich auch nicht reinfahren, weil die würden mir den Ball klauen, während ich den spiele. Wow. Und jetzt lief er. Wow. Ey, wir haben noch 2 Minuten 30 und versuchen es nicht mal. Dankeschön. Dankeschön. Warum, ey? Wochenende ist echt schlimm. Über 2 Minuten noch auf der Uhr und man versucht es nicht mal. Man bleibt stehen, wenn der Ball Richtung Tor rollt, dann macht man noch ein schönes Eigentor und dann lief man. Herzlich willkommen bei Rocket League. Oh nein, nicht Starbase. Ich mag die Map gar nicht. Ich kann mit dir nichts anfangen. Ich finde es das schrecklich, dass die Hälfte der Map, wenn du gegen die Wand schießt, ist immer auf dem Tor fällt, der Ball. Kann natürlich sein, dass ich einfach nicht genug gewöhnt bin, aber ich finde auch die positionierenden Boosts doof und alles. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht die Map. Oh, wie er den Ball nicht trifft. Geil.
Verstehe ich nicht. Wir sind jetzt im Challenger 3, 2 bis 3 Bereich. Und ja, okay. Das habe ich verkackt. Aber das sind Leute, die den Ball nicht treffen dabei. Wenn der Ball einfach nur die Gegend fällt. Ja, genau sowas. Kann ich ja nicht halten dort. Ich muss wieder aktiver spielen. Jetzt muss ich aber die Gelegenheit bekommen und es hinten gleich die komplette Defense zusammenbricht. Dumm umgefallen. Jetzt mach doch, der war deine gewesen. Oh, Junge. Den Rebound vom Tor, der hat direkt machen müssen. Ach verdammt, ich hasse diese Kamera an der Wand. Dass es da kein Auto umschalten gibt, ey. Das wäre echt praktisch. Oh fuck. Nimmer halte ich den. Oh Gott, wo kommst denn du? Was kommst du denn da angeflogen? Naja, da muss ich nicht hin. Nein, boost alle! Mein Booster. Fuck. Ja. Komm, jetzt trifft den doch mal dort. Steht nicht bereit zum Annehmen oder zum Ranfahren oder zum irgendwas tun. Ich gehe immer davon aus, dass irgendeiner hinten steht, um die Bälle nehmen zu können, wenn man die vorlegt. Nein, macht keiner. Er fährt halt, was fährt denn unser ins Tor, Mann? Ins Tor. Naja, Backflip wird zum Frontflip. Jungs, ey, den hättet ihr sowas von treffen müssen. Dreimal, geht doch. Dass ich ihn dann dort nochmal hitten muss, nachdem zwei Leute vorbeigefahren sind, ey. So ein Bullshit. Ja, der andere war schneller. Ich dachte, der auf meiner Seite ist schneller. Rechtzeitig ran. Warum kannst du den Namen nicht einfach immer anzeigen? Nein, es gibt manchmal einfach diese komischen Pfeile über, die man einfach übersieht. Ach, jetzt hör doch auf, mich anzuschubsen von hinten. Was soll denn das? Sehr gut.
sich halt auch an. Meine Fresse bin hier salzig bei den Mitspielern. Muss ich Mr. Vincent noch reporten. Weißt du? Der nichts getan hat, schreibt easy. Oh Mann. Ich bin ihm genauso wenig getan, aber... Ich schreibe auch nicht easy da rein. Oh fuck. Ich dachte vorher, der geht auf mich. Ich muss diese Rückwärtsseite rausnehmen aus meinem Versuch, das irgendwas zu clearen. Oh nice. Guter Versuch. Ich weiß nicht, wo meine Leute gerade sind. Aber einer ist neben mir, hinter mir. Okay. Ah, shit. Oh, verdammt. Da hätte ich mal drauf fahren müssen. Oh, verdammt, ey, Kacke. Scheiß Rückwärtssalto. Wegmachen. Guck mal, da ist ein Mr. Vincent. Der, der gerade easy geschrieben hat. Fällt mir jetzt erst auf. Da bin ich nicht schnell genug dran. Geh weg. Volltrottel, wir sind im Angriff. Ernsthaft, der ist nur am Rumbumpen. Das ist alles, was er macht. Ach, da haben wir nicht so nah dabei gespielt, wie ich dachte. Zu viel Risk, wenig Reward. Piss dich. Da sind schon zwei andere dran, wo sie nicht hingehen. Oh nein, er verfehlt ihn! Oh nein! Ich dachte, er hat ihn sicher da oben.
Du müsstest eigentlich, wenn du nicht vor mir, an mir vorbei ranfährst, dann bleib doch hinter mir. Ja, verdammt. Ich wollte da noch reintitschen, aber hat nicht funktioniert. Ja, komm, Spasti. Er kann halt nichts außer gegen Leute fahren. Oh, fuck. Oh, wow, doch, er trifft den Ball. Man muss ja nur beschweren, dann trifft er plötzlich Bälle. Ja, da komme ich ja dran. Komm schon, jetzt fahr vor. Doch. Haben wir sogar gewonnen. 2 von 3 Spielen. Man geht einem auf den Sack, wenn man gegen ihn spielt, dieser Mr. Vincent. Ey. Schrecklich. Schrecklich, schrecklich. Noch eine Antenne gekriegt. Ey, wir sind wieder Challenger 3 geworden. Haben wir doch das gestrige ausgeglichen zumindest. Sind ja auch auf 3-3 jetzt. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich muss mir ein bisschen das Ragen abgewöhnen, glaube ich. Und vor allem die Rückwärts-Alti. Die machen gerade mein eigenes Spiel kaputt. Also, bis morgen.